Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du oder ihr auch wieder da seid bei meiner nächsten Folge. Und zwar sind wir wieder mal in der Staffel 2, wo ich euch auch jetzt anbieten kann, dass ihr ein Kanalmitglied werdet bei mir, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn ihr das möchtet, dann guckt bitte unter dem Video, oder wenn ihr mich überhaupt unterstützen wollt, einfach unter dem Video gucken, da ist alles beschrieben. So, wir machen gerade mal noch so ein bisschen Terraforming hier, weil wir jetzt ja auch noch die Sachen hier erweitern wollen. So, in der Bastelstube, die wir gemacht haben, oder Bastelstunde, ist egal wie wir es nennen, ist hier der große Bahnhof. Nein, also ich meine der Bus- und Trambahnhof. Aber hier würde ich jetzt gerne, wenn ich es auf die Schnelle finde, hier das Kongresszentrum oder die Messehalle hinbauen. Und das muss ich jetzt mal gleich gucken, wie ich das am pfiffigsten mache. So, die Messehalle, wo wir gerade stehen geblieben sind, ist von dem MR, ist hier im Steam Workshop erschienen. Der Link unter dem, der Link zu dem, zum Download ist hier unter dem Video. So, jetzt wollen wir mal angucken, wie das hier alles funktioniert. Messehalle. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt überhaupt jetzt hier hinsetzen. Aber dann müssten wir am besten auch erstmal noch ein paar Bäume entfernen. Dass nicht, dass die bei uns in den Messehallen drin stehen. So, können wir dann nachher neu machen, die Bäume. Das ist ja eigentlich kein großes Problem. So, ich bin auch schon überlegen, wir haben da hier hinten ja ziemlich viel Platz. So, gehen wir noch ein bisschen darüber, so, fürs Messegelände. Und hier noch so ein bisschen angleichen, damit es ein bisschen vernünftig aussieht. So, jetzt geht's zur Sache. So, Messegelände. Hier ist es, Messegelände. Das wäre zum Beispiel schon mal eine der großen Hallen. Aber da könnte man ja auch zwei hinsetzen. So, guck mal. So. Was haben wir hier? Ein Dreieck. Na, das war jetzt wieder die falsche Taste. Wieder die falsche Taste. So, ich glaube, ich müsste mal Licht anmachen, damit ich die richtigen Tasten finde. Sonst sind wir nachher noch am rumexperimentieren. So. Jetzt mal gucken, drehen. Kann man die so hier dran setzen? Müsste doch gehen, oder? So. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir hier? Hier haben wir so Zugänge. Wir könnten jetzt theoretisch ja sagen, ein bisschen höher, höher, höher. Aber es ist ein bisschen weit auseinandergesetzt. Also lasst es uns nochmal abreißen. So. Setzen wir uns jetzt mal so ein Teil hier dran. Ziemlich hoch, so. So, guck mal. Dann die andere Halle ein bisschen runter. So. Noch ein Stück runter, noch ein Stück. Dass er auf dem Boden auch steht. So, das ist wieder ein Stückchen zu viel. Ein bisschen höher. So, guck mal, so müsste es doch passen, oder? Ah, ist ein bisschen Luft dazwischen. Müssen wir nochmal abreißen. So.
Jetzt holen wir uns die Halle wieder. So, sie muss ja auch jetzt nicht genau bündig stehen, also mit der anderen Halle meine ich jetzt. So. So ein bisschen nach da. Bisschen höher vielleicht. So. Passt das jetzt? Schauen wir mal. Ja, müsste passen. So, guck mal, dann hätten wir ja da schon mal eine Messehalle. So, dann haben wir ja hier noch die Dreieckshalle. Die kann man auch einzeln hier hinsetzen. Aber wir können sie auch hier mit so einem Durchgang verbinden. Wie gesagt, der Mod ist von MR. Und ist hier im Steam Workshop erschienen. So, gucken wir, jetzt haben wir da die Messehallen. Jetzt könnte man natürlich hier auch noch so ein bisschen weiter machen mit den Messehallen. Sie müssen ja auch nicht alle untereinander verbunden sein. So, machen wir jetzt hier mal so eine Messehalle hin, so ein bisschen drehen. Es ist ja eigentlich auch nur, um euch zu zeigen, was es da alles Schönes gibt. So. Wie gesagt, von MR, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt, wo habe ich es denn jetzt hier? Da wird gar nicht Messehallen. Nee, das wird gar nicht Messe, Kongresszentrum und Messehallen. So, jetzt haben wir natürlich hier die Messehalle und tun jetzt mal ein paar Straßen dahin legen. Nee, ich will ja Straßen haben, so. Nehmen wir jetzt breite Straßen. Ja, würde ich sagen, ne? Breite Straßen. So. Für die Messehalle. Können wir ja von hier auch noch mal kommen mit einer Straße. Ja gut, das ist natürlich jetzt, weil er jetzt hier das die Straße hat. So. Jetzt kann man natürlich hier auch noch hier dran setzen. So. Alles kein Problem. Ja, müsste man diesen Pünüppel hier mal wegmachen. Gucken, dass das da geht. So, das geht. Dann könnte man die Straße von hier kommen lassen. So, guck. An der Messehalle vorbei. Die dann hier zu der dahin. Die dahin. So, guck. Hätten wir so ein ganz kleines Messezentrum mit den Gebäuden. So. Setzen wir jetzt hier noch ein paar Straßen aneinander. So, die wollten wir ja auch hier noch weiterführen. So. Ein bisschen grün ist ja noch auch nicht so tragisch, wenn ein bisschen grün dazwischen ist. So, guck. Dann haben wir jetzt hier die Messehalle mit der Straße dran. So, machen wir die erstmal ein bisschen kürzer und die ein bisschen länger, damit das dann funktioniert. So. Dann hier auch noch dran. So, guck, dann passt das schon. Und
Da die Straße ist ja schon groß. So, dann könnten wir jetzt natürlich hier auch noch eine Straße hinmachen für die Parkplätze. Habe ich die gar nicht hier? Hier habe ich gar keine Parkplätze. Den Mod habe ich gar nicht hier geladen. Jo, es macht ja auch nichts. So, wir können ja hier das Tool nehmen. So, guck. Aber wir nehmen dann das hier, dass es auch flächig wird. So, guckt. Und schon hätten wir so ein ganz kleines Messegelände. Fertig. Guck da. Ein paar Bäume noch hier hingesetzt zum Verschönen, aber wir können natürlich hier auch noch ein bisschen das grau machen. Ne, nicht so drehen. Das war jetzt der falsche. Könnte man das natürlich ein bisschen ausschmücken. Hier noch ein paar LKWs hinstellen und solche Sachen. Aber ich wollte euch ja nur diesen Mod vorstellen. Und daher, wie gesagt, er ist von dem MR im Transportfiebernet zu erschienen. Den Link setze ich euch hier unten unter das Video. So, jetzt könnten wir natürlich hier ein bisschen Autoverkehr generieren. Aber es ist ja halt ein Messegelände. So, wie gesagt, ein schöner Mod, wo man viel mit anfangen kann. Wir können natürlich jetzt nochmal in den Mod schnell rein. Guck mal, wir haben hier Zahlen. Da können dann nämlich dann auch so, guck, der Halle eine Nummer geben. So, das ist Halle 1. So ein bisschen drehen. So, seht ihr. Halle 1. So. Ah, das ist natürlich blöde, wenn man in dem falschen Kästchen kommt. So, Halle Nummer 1 hatten wir gesagt, ne? So, nicht so weiter rein. So, Halle Nummer 1. Dann machen wir hier Halle Nummer 2. Halle Nummer 3. Und da seht ihr ja, ihr könnt ja mit den ganzen Zahlenkombinationen so viel Hallen generieren, wie ihr möchtet. Guck mal, ihr könnt 12 nehmen, ihr könnt die 13 nehmen, 14, 15, 16. Ihr könnt auch hier die 65 nehmen. Also es ist eigentlich alles damit möglich. So, das wollte ich noch erwähnt haben. So, dann machen wir hier noch die Halle 4 hin. Vielleicht ein bisschen runter. So, es ist ja nicht ganz so dicht. So, guckt, jetzt haben wir hier die Halle 5. Quatsch, Halle 5 sei schon. Halle 4. Das war natürlich jetzt ein bisschen blöd gesetzt. Neu ansetzen. So, Halle Nummer 4. So, jetzt haben die Hallen alle Namen und es würde funktionieren. Seht ihr? Sieht doch gut aus. Ja. So, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat der Mod gefallen. Und wie gesagt, es steht unter dem Videolink. Unter der Videobeschreibung steht auch der Link dazu. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde sagen, bis bald, euer Donny.